Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Oh, furchtbar. Meine Hände sehen sonst halt aus. Fürchterbar. Keine Nägel kannst du machen. Einer ist mir schon voll im Auto beim Sitz zurückstellen weggeschrotet. Es wird alles immer länger und rüchiger und. Naja, egal. Das sind nur meine höchst privaten und ganz eigenen Luxusprobleme, die ihr zwar hier immer teilweise in der Kamera ertragen müsst. Aber naja, so what? Was wollte ich denn anfangen? Es soll ein Haul werden. Tata, echt Wahnsinn, ganz schlau. Bevor wir aber zum angekündigten Action-Haul kommen, möchte ich noch zeigen, was ich vor 30 Millionen Jahren gefühlt noch auf Amazon bestellt habe. Jetzt seht ihr gar nichts hier. auf Amazon bestellt habe. Da sind jetzt endlich auch die letzten Teile angekommen. Gut, eins war ganz schnell da. Das ist nicht schwer zu erraten, welches das sein wird, was ich euch hier reinhalte. Und zwar habe ich bestellt Stempel. Ja. Für 3 Euro. Was habe ich da hingeschrieben? 9? Ja. Ja, das ist verkehrt rum. Peace, Happy Birthday, Joy. Was soll das eigentlich haben? Ach so, Magical Christmas Wishes, Home for Christmas, Winter Wonderland. Oha, Mensch, hätte ich das gewusst, dann hätte ich das doch glatt weg mal für mein Projekt benutzt. Werdet ihr noch sehen. Kommt dann zu nämlich noch ein Video. Seasons, Greetings. Gott. Und dann das Auto, das Eulchen und hier die ganze Szenerie. Oh, man möchte es vielleicht auch in die Kamera halten und nicht irgendwo hin. Ja, wunderbar. Das war der erste. Dann kam der hat 3,60 € gekostet. Oh, kann man das jetzt überhaupt erkennen? Oh Gott, Augenkrebs, wackelt nicht so. Ich hoffe, es geht dir besser. Ich bin voll punktdreist und lese das vor. Zur Geburt. Wunderbares mit jedem Jahr. Weihnachtsgrüße für die liebste Mama. Viel Glück für dich. Beste Wünsche von uns allen zum Genießen. Du fehlst mir. Feiere schön, schönen Geburtstag. Genieße den Tag. Alles Liebe zum Hochzeitstag. Frohes neues Jahr. In Gedanken bei dir. Für den besten Papa. Aufrichtige Anteilnahme. Hi, wie geht's dir? Schönen Geburtstag kann ich, glaube schon. Ich bin immer für dich da. Oh, könnt ihr das noch erkennen? Ein kleiner Gruß, frohe Ostern, gesucht und gefunden. Zur Taufe alles Gute zum Ruhestand. Tut mir leid, Post für dich. Was hatte ich hier? Alles Gute zum Schulanfang. Mit Liebe, vielen Dank, Glückwunsch zur Verlobung. Ja, den fand ich bunt. Querbeet durchs Gemüsefeld, durch den Gemüsegarten heißt es ja eigentlich. Deswegen durfte der einfach mal mit in den Einkaufskorb hüpfen. Dann, weihnachtliches hatte ich nicht so wirklich viel und schon gleich gar nichts so richtig wirklich auf Deutsch. Da durfte für 2,38 € der hier mit reinhüpfen. Frohe Weihnachten, ein gesundes neues Jahr. Weihnachtliche Grüße. Moment. Da steht noch was. Der Zauber von Weihnachten. Ja. Himmlische Weihnachten, Wünsche werden wahr. Leckere Weihnachtszaubereien. Zauberschöne Festtage. Weihnachten ist die Zeit für Liebe und Besinnlichkeit. Fröhliche Weihnachten. Und da steht wieder andersrum. Weihnachtsgrüße. Genau, so sieht's aus. Da durfte der mit. Fand ich auch ganz nice. Dann durfte der noch mit. Glitzerregen für dich, herzliebsten Glückwunsch. Eine Umärmelung von mir. Funkelglitzernde Zaubergrüße. Für dich, fühl dich gedrückt, für dich gedrückt. Zauber, was soll das heißen?
Verzaubern. Ach, oh Gott, wer lesen kann, ist klar ein Vorteil. Verzaubernde Momente. Das Leben ist schön. Rockt das Leben und. Hey, hier unten hier. Genießt die kleinen Dinge. So. Der durfte noch mit. Hat gekostet. Wo habe ich es denn jetzt hingeschmissen? Weil der hatte nämlich nur so einen Aufkleber. 2,99 € hat der gekostet. Der durfte mit. Und dann der war von den Stempeln als allererstes da. Ich dachte mir wegen einem Stempel hier. Aber die waren ja auch so süß. Von EFCO. 3,99 € kosten die Kleinen ja vom EFCO. Das ist ja nichts Neues. Kerzenschein und Christlaterne leuchten hell die Weihnacht ein. Glocken läuten nah und fern. Frieden soll auf Erden sein. Ist doch mal nice, ne? Gemütliche Weihnachtszeit, Schneegestöber, Tannenduft, Weihnachten liegt in der Luft. Den könnte man eigentlich auch so. Und schöne Adventszeit. Jo, das fand ich schön. Und die durften mit. So, jetzt habe ich schon gute 6 Minuten irgendwas anderes gerabbelt. Alles Mögliche, aber kein Action-Haul von mir gelassen. Aber ich würde sagen, wir starten simpel und einfach. Riesig groß wird er nicht sein. Und zwar habe ich 79 Cent meine Lieblingsküklein, die Zebrakeks, wieder mitgenommen. Logischerweise. Ja. Dann, ihr wisst, ihr kennt mich doch langsam. Durften die beiden Kollegen auch wieder mit. Apfel und Original, klassisch oder wie auch immer, regular. 35 Cent die Dose und 25 Pfand. Ja. So, dann ein für mich und ein für mein Kind. Ein Durstlöscher Wassermelonengeschmack und Waldmeistergeschmack. So ist sie, die Frau Flamingdastich. No, 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 so ist sie. Jo, dann Putzabteilung. Ich dachte, wow, wenn hier alle davon reden, ich springe voll drauf auf den Zug. Ich bin voll das Verkaufsopfer, Wopfer, Werbungsopfer, Bequatschungsopfer. Ich hatte es mir ja nun im letzten, vorletzten, ach, was weiß ich wann, Haul gekauft. Und zwar die Flasche ohne den Blue Wonder Allesreiniger. Jetzt hatten die das nochmal mit dem Sprühding. Dachte ich, das ist gut. Da brauche ich nämlich nicht erst rumexperimentieren, ob irgendeins von den anderen Flaschen da mal drauf passt. Ja, ihr seht, ihr habt auch schon was benutzt. Durfte schon zum Einsatz kommen und ja, das ist nicht schlecht. Nicht schlecht. Ja, schlecht. Ja, genau. Fettschmutzfleck. Nun, da durfte der Allesreiniger mit. Dann den Hygienereiniger finde ich für die ups, Küche ganz cool. Vor allem hier Schneidebretter und so. Das ist. Dachte ich, finde ich ganz cool. Entfernt Schmutz und alle Arten von Flecken. Klar, reine Schlinge. Bla, blub. Ja, also da steht, ich glaube, immer die allgemeine Anleitung drauf. Und dann habe ich noch für das Bad und klar und so weiter und so fort den Kalkreiniger mitgenommen. So. Die drei durften mit. Gab es da nicht noch den Fettreiniger? Wäre was für ein Backofen bestimmt. Naja, vielleicht geht das ja damit auch. Wenn ihr irgendwie Ahnung davon habt, für was man welches speziell sehr gut benutzen kann, gerne her mit den Infos. Nehme ich gern an. Vor allen Dingen, was so der Backofen angeht, das ist ja immer, yeah, wer reinigt denn gern Backöfen? Ja, und vielleicht hilft der da auch, weil ich meine, hier steht Fett, Schmutzfleck. Aber ist das dann auch so geil? Wer Ahnung hat, please kommentiert. Please. I know your, I need your help, Mensch. So. Oh. Au. Oh, meine Beine heute schlafen aber heute schnell ein. Dann, das wollte ich euch schon den letzten 4 Action-Hauls zeigen, aber immer habe ich den irgendwo hingelegt, weil es überall im Weg lag, weil ich es nicht falten wollte. Das hat er mir diese süße Herbsttüte mitgenommen. Ich meine, ich habe Action-Tüten. Ich habe eigentlich von jeder Saison seit 2 Jahren eine Tüte. Ich meine, das ist jetzt ja nicht viel, aber ich nutze die Tüten auch. Die sind mir gut in Gebrauch. Und wenn die so müde ist. Sehr, sehr nüdelös, ja. Ich höre ja schon auf. Ich wollte es ja bloß mal gesagt haben, gezeigt haben und so. Ja, weiter geht's. In der Werkzeugkistenabteilung bin ich auch noch rumgekrochen.
Und zwar für 77 Cent 6 von diesen Boxen. Ich brauche nochmal einen neuen Stauraum von diesen. Das lässt sich super stapeln, wo ich es gerade hingestapelt habe. Deswegen durften die 6 mit. 77 Cent eine, wie gesagt. Dann geht es weiter. Oh, die hatten neue Perlen aufgefüllt. Haben mir nicht diesmal nicht wirklich alle gefallen. Also da waren echt komische Sachen dabei. Aber völlig bunt. Ich fand die ganz cool. Kann man das überhaupt erkennen? So müsste es gehen. Dann gab es diese Varianten. Einmal in, oh, warte mal. Sorry. In groß und klein. Fand ich cool. Und dann durften zweimal diese hier mit. Eine Tüte hat 69 Cent gekostet. So, da sind sie. Und wieder weg. Raschel, raschel. Dann durfte mit, ja, wie soll es auch anders sein? Ich bin ein Opfer. Faux Leather. Oh. Ja. Und war in der Variante weiß. Kann man das so ein bisschen sehen? Weiß. 76 Cent übrigens eine Rolle. Dann in rosa. Schweinchen rosa. Ich würde sagen, dreckiges Schweinchen rosa. Andere würden sagen, altrosa. Mir völlig bums. Das durfte mit. Und dann kupferbraun, wie auch immer, hellfarben. Und dann gepunktet. Und ich wollte gerade sagen, der T-Shirt, nee, sondern Gepard. Ah, Leopard, Gepard, na, ihr wisst schon. Animal Print halt. So, die 6 Stück gab es, die durfte ich mit. Weiß ja, was ich machen will damit, aber ich komme nicht dazu. Zumindest nicht so in Ruhe und ausgiebig und nur an einem Stück, wie ich das gern hätte. Ja, dann gab es Spargelwolle. Spargelwolle? Nö, nö, nö. Da haben ja 3 Farben gut gefallen. Da gab es, ich glaube, noch 3 weitere oder Gold noch. Oder gab es 4 insgesamt? Na, ist ja völlig Bums. Auf jeden Fall hat mir dieses Lametta-Wollenteil gut gefallen, nicht? Dann Silber. Das Gold war mir zu Gold. Entschuldigung, bissgelbig. Also, das war so Gelb-Gold. Nee, schön, nicht schön. Und Blö. Die 3 durften sein. 1 € und 74 hat ein Knäuli-Bäuli gekostet. Dann durfte weiterhin mit einmal noch für 1,35 € diese flachen Keilrahmen. 3 Stück, 25 mal 25 cm, 1,35 €. Man möchte es auch mal ordentlich in die Kamera halten und diese sind schief, ne? Und dann für 97 Cent 24 mal 30 cm der einzelne Keilrahmen durfte mit. Ja, dann gibt es ja mal wieder, nur mit einer neuen Beschriftung anscheinend oben, diese Hobby Flower Stone. Ich könnte mich zerrupfen über mich heute. Völlig neben der Spur schon auf Arbeit. Oh, bin schon froh, dass keiner von meinen Klienten irgendwie irgendwas sich angetan hat, sondern alle ganz geblieben sind. Muss ganz ehrlich sagen, also diese pfirsichfarbene Verpackung hatte ich noch nicht. Habe ich jetzt zweimal mitgenommen. Und ich habe auch verglichen. Nein, ich habe. Also es gab die schon mal so in Rot, aber nicht ganz, also mit mehr Rot. Und dann waren die Herzen auch pink und nicht purpurrot. Also alles richtig gemacht. Und was ich auch, was es noch nicht gab, ist, also zumindest seitdem ich da im Action rumhüpfe, gelb. Und davon habe ich mir auch 2 mitgenommen. Fand ich nice. Und hat eins gekostet 59 Cent. So, wieder gelabert, ohne Ende, ohne Sinn. Ja, und jetzt habe ich noch 2, ja, wie soll ich sagen, Schmankerl.
Und zwar gab es bei uns, yay, die Colored Pencils, 18 Stück pro Metalldose. Da gab es ja nun schon mal eine Reihe, ne? Da waren die aber ordentlich hier von bis nummeriert sortiert hier drauf. Verstehe ich jetzt nicht, warum das hier so ein Durcheinander darstellen soll. Ich glaube 72 waren es, ne? 78. Da geht es mit der 73 weiter. Ich habe das Farbsystem diesmal noch nicht ganz so durchschaut. Ja, das ja doch 778. Nein, bin ich blind? Hä? Naja, 79, auch 80. Warum diesmal so durcheinander angeordnet ist, das ist doch völliger Schwachfug. Mann. Hätten Sie das doch mal weiter schön durchnummeriert. Ach, ich weiß, Deko-Time will, aber ich glaube, jetzt bei seinem Farbkonzept bleiben. Jetzt muss ich mal ganz kurz hier rübergreifen. Moment, ich greife mal in die Kamera. Das ist wieder real life. Ich habe ja hier diese stilistischen. Vielleicht finde ich gleich mal eine Farbe. Natürlich nicht dort, wo ich es kaufen kann. Ne? Das ist logisch. Moment, 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 das Hemd beklemmt. Jetzt kommt der Moment, wo das Hemd beklemmt. Das würde ich doch echt gerne mal wissen. Was die 90 für eine Farbe ist. Nee, die gehen diesmal nicht nach dem Farbschema. Weil hier heißt die 90 Bright Skies und hier ist es Pink Mauve. Ich verstehe das leider nicht. Warum die letzten Mal waren die so schön sortiert, die Nummern. Jetzt kriegst du ja Augenkrebs, wenn du mal die 73, 74, 75. Ja, geht alles klar, ne? Was ist jetzt die letzte Zahl? Ich glaube, die 85, 86, 87. Ach, Mann, 89, 90. Okay. Ja, entschuldigt für dieses Chaos. Auf jeden Fall gab es da die lila Variante, die pinke Variante, also ich sage jetzt mal jetzt hier die Farben, also mit Rot und etc. Aber wie gesagt, dieses Durcheinander gefällt mir hier nicht auf den Kisten, es war auf den anderen besser. Die Grüntonvariante mit Grau auch drin. Und die Gelb-Erdtonvariante. Aber mal ganz ehrlich, ich muss jetzt doch mal gucken. Ich habe die ja gleich bei mir im Schieber. Milky Yellow, nee, da sind schon neue. Aber anscheinend kann man die. Anscheinend kann man die jetzt hier mit dem Watercolors. Auf jeden Fall scheint das Farbspektrum sich ordentlich. Mensch. Erweitert zu haben. Ja. Sorry, wenn ich da jetzt gerade hier so rum eiere. Pink, pink, ja, Punch pink. Ja, cool. Dark Rose, Punch pink, Peachy pink, Rouge Red, Party pink. Anscheinend, ja, nee, haben sich alle ganz cool. Sieht zwar mal auf dem Papier alles so ähnlich aus, aber cool, ja, schön. Ja, sorry für diese Unterbrechung der dämlichen Art und Weise und Zeitverblendung. Ich habe da hier wieder. Ich hätte auch vorher mal gucken können und noch mal was genauer sagen können oder besser oder sortierter, aber ihr kennt mich. That's not possible. Ich halte es jetzt trotzdem noch mal in die Kamera. Watercolor-Effekt ist wohl möglich. Logischerweise noch nicht ausprobiert. Die sind gerade frisch bei mir eingezogen. Genau. So sieht's aus. Ein Döschen hat gekostet 1,94 €. Ja, so sieht's aus. Und ich dachte, boah, krass.
Ja, oh, ich konnte schon wieder nicht lassen. Ja, und oh, warum mussten die diesmal so schnell sein? Was soll ich sagen? Es gab 36 Handlektoring-Markers in diesen zwei Dosen da. 8,95 € kostet eine. Ja, oh. Ich wusste es doch, ich habe es hier geschrieben, ja, 8,95. 12-mal Alkohol-Twin-Markers, 12-mal Metallic-Markers und 12-mal Kalligraphie-Markers in diversen Farben, die wir ja schon von den Alkohol- und Aquamarkers? Na, ihr wisst schon. Kennen? Aquamarkers? Aquarellmarkers? Sag mal, bin ich jetzt doof? Moment. Ich hab echt. Nee, Aquamarkers. Boah, Wortfindungsstörung. Das geht schon den ganzen Tag so. Ja. Ich halt. Warte mal. Haben wir denn die Nummern noch mal besser drauf? Da kann man auch noch mal sehen. Was, wie, wo, was, wieso, weshalb, warum. Auch in so einer Aufbewahrungs... Oh, bleibt doch mal im Bild. Aufbewahrungsangelegenheit. Stapelbar. Bleibt doch mal im Bild. Und natürlich zeige ich euch die auch noch. Oh, ne? Hätte man das jetzt eigentlich erkennen können bei meiner talentierten Reinhalterei? Meine Güte. Ja. Wer es länger sehen will, bitte Pause machen. Ja, also die zwei durften noch mit. Ja, ach kommt, ja, kommt. Ich nehme sie aus dem Bild. So what? Ich opfer. So. Jetzt habe ich hier 22 Minuten Haul für 3,5 Gramm Artikel. Ja, ihr kennt mich nicht anders. Ich sage einfach mal, oder ich wünsche euch besser gesagt mal einen schönen Morgen, Mittag, Abend, einen schönen Start in die Woche oder ins Wochenende, je nachdem, wann ihr dieses Video seht. Und ich sage tschüss, ciao, ciao, tschüss.